Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass die letzten 2 Wochen kein Video kam. Ja, das lag daran, dass ich im Urlaub war wegen der Ferien. Und ja, so, und ich hoffe, ihr konntet euch schön zurücklegen und entspannen. Also ja, was ist cool gleich Mitte, was? Okay. So, und ja, Moment mal, ist hier unter der Lava was? Ja, hier unten ist was, so. Okay, ich hoffe, ihr hattet halt schöne Ferien, habt schön Ostern gefeiert, falls ihr es gefeiert habt, und naja, gut. Okay, jetzt können wir die ganze Scheiße wieder von vorne machen. Es ist sehr geil, ne? Wir spielen jetzt übrigens eine Runde Jump World auf Timolia. Das Jump'n'Run heißt gleich Mitte. Von Franz Leopold. Hallo Franz. Falls du siehst, ja, das Jump'n'Run finde ich, sieht sehr geil aus optisch, aber naja, wir werden es ja noch sehen. Also bis jetzt finde ich es gerade nicht mal so schlecht. Also von daher so, okay, du bist echt korrekt drauf. So, okay. Und Moment. Und jetzt einmal darüber. So, okay, es geht auch. Okay, jetzt müssen wir da runter. So. Oh. Lol. Moment. Man darf den Teppich nicht berühren. Hä, Moment. Leute, darf man den Teppich nicht berühren? Okay, gut. Dann einmal schnell drüber springen. Hä, lol. Hä? Ich weiß gar nicht, was ich sage. So, lol. Weil, okay, gut, da oben schon. Hä? Tja. Okay. Jetzt siehst du mal die Bewertung. Also, Kreativität mäßig, würde ich sagen. Sprünge gut. Das ist wirklich, also Optik ist auch gut, finde ich. Also, nee, Optik finde ich okay. Gut, also, ja, das Jump'n'Run ist sehr kurz. Okay, deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein zweites. Ich würde sagen, diese Sache hänge ich dann hinten dran. Also, bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Jetzt in dem ungespielten Dschungel von Syritz. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, sehr geil. Moment. Hi Junge, das ist mein kleines Jump'n'Run für dich. Alles klar. Dass es klein ist, sieht man. Also, ja, gut. Hab ich gesagt. Mal hier der Leitersprung ist noch sehr schön gemacht. Alter, warum komme ich da nicht dran? Hä, wieso komme ich da jetzt nicht dran? Also, ach ja, stimmt. Oh. Hä? Lol. Alter. Hä? Ja, geil, man kommt nicht mal in den Leitersprung anscheinend. Ja, ich glaube, man muss hier oben auch, warte. Nee, kommt's nicht. Ah, doch, jetzt. Ist sehr umständlich, muss man sagen. Alter. So, was ist jetzt gerade mit mir los? Okay, ach so, ja, Jump Boost, nice. Moment. Wo müssen wir da hin? Ich werf mal da oben hin. Nein! Okay, wir haben es geschafft. Ich gebe mal bei allem keine Bewertung. Also schlecht, schlecht, schlecht. So, allgemein finde ich es sehr schlecht gemacht. Ne, wirklich, sorry für das Urteil, aber Syritz, aber es ist wirklich sehr schlecht, finde ich, weil es ist kein Jump'n'Run für mich. Also,
Gut, dann würde ich sagen, ich hänge noch jetzt ein kleines Jump'n'Run runter. Also würde ich sagen, nochmal bis gleich. So, damit nochmal zum dritten Jump'n'Run. Hallo und willkommen zurück. So, das habe ich gerade schon mal gespielt. Das ist Melanie. Also Jump World, also, Jump World, laber ich schon. Melanie Jumper ist das, mein Gott. Von Jump Lee LP. Falls du es siehst hier, ist richtig geil, das finde ich sogar hier, weil halt, ich finde, das Ganze sieht aus irgendwie wie eine kleine Survival Games Map. Halt, das erinnert mich so daran, an die, ich weiß nicht, ob man Breeze oder so noch kennt von, Revenzeit oder so. Halt, diese eine Map da auch, wo man halt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das beschreiben soll, halt, hinter einem standen halt so Berge und mit Ranken, oh, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, Alter. Gerade habe ich noch alles geschafft, super, jetzt kriege ich nichts hin. Es macht sehr viel Sinn. Ja. Einmal her. Hallo, mach doch! Oh, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, Alter, ey. Mal, spinnt da irgendwie gerade meine Tastatur da auf deiner Stelle. Was, Alter? Ich bin nicht so der Erfahrene jetzt in Jump'n'Run, also. Ah, oh, Junge. Will ich das jetzt nicht mehr. So, jetzt. Okay. Moment, ich muss erst mal gucken jetzt. Jetzt, alles klar. Jetzt da runter einmal. So, nice. So, okay, jetzt wird hier gesprungen. So, und fertig. Boah, wieso habe ich das gerade nicht hingekriegt? So, ich bewerte es nochmal für dich. Aber, boah, kann ich gar nicht mehr Bewertung abschließen. Okay, gut. Jump'n'Run Leave, würde ich sagen nochmal. Und ja, ich hänge jetzt noch ein paar hinten dran, also dafür bis gleich. So, damit herzlich willkommen zurück. Wieder. Wir spielen gerade das Jump'n'Run Schrägstrich und hier ist gerade ein guter Herr drinne. Alter. Hä? Kann man das überhaupt schaffen, ist die Frage. Ich schreib dir mal, hey. Frage mich selber, warum nehme ich das auf? okay, Diamant sieht geil aus, deswegen springen wir jetzt mal in Diamant rein. Oh Mann. Geil, da kannst du dieselbe Scheiße von vorne machen. Okay, gut, da musst du durchsprinten. Sorry, falsch. Nice. Was ist das für ein Jump'n'Run, Alter? Junge, ich frag mich bei den meisten Jump'n'Runs, ne? Warum hat man sowas gebaut? Wer kommt auf so etwas, hä? Wer kommt hier auf so etwas zu bauen? Das ist halt die Frage. Wer kommt darauf? Nee, sorry, aber das Jump'n'Run ist das Schlechteste, was ich bisher in meiner Jump League Zeit. Jump League, yo. Jump League jetzt, ja, okay. Geil, ne? Oh, Junge, Jump World Zeit. Gesehen hab. Hier bist du nicht richtig. XD, Alter, ja, lass die dämlichen Schilder jetzt weg. Quatsch. Okay. Sorry. Moment, ist hier unten was? Nein! Pff, ja gut. Ach so, ja, durch hier ganz voll.
Was habe ich hier nur gelesen gerade, Alter? Och, jetzt hör mir noch auf, ey. Och, leck mich doch am Arsch. Alter, nee. Sorry, aber ich kann das Shadowrun gleich nicht mehr zu Ende spielen. Oh Gott, nee. Nee, sorry, aber ich breche das Jump'n'Run ab, wirklich. So, da sind wir wieder für Palle und GLP heißt dieses nächste Jump'n'Run von Annika. Also, würde ich sagen, hier sieht es eigentlich recht nice aus. Übertreib. Alter. So, ich muss mal jetzt. Ach Mensch, ich hatte es doch, ey. Boah, Junge, ey, was ist das hier wieder für ein Jump'n'Run, Alter? Sorry, ey, aber ey, ich muss es auch abbrechen jetzt. So, und damit nochmal herzlich willkommen zurück. Wir spielen jetzt die Rettung von Lea. Wo du gefangen bist, ausgebrochen. Okay, gut, wir müssen uns jetzt selber befreien. Das sieht gar nicht mal aus hier, also. Ich finde das Jump'n'Run, also hier allein die Thematik zu diesem Jump'n'Run, finde ich, passt hier überhaupt nicht am Anfang. Ach, da müssen wir hin. Ja, gut. Ach, wir dürfen nicht auf die Wolle. Okay, gut, dann hier einmal schnell drauf. Und... Nein, hä? Lol. Als ob man hier eiskalt noch verreckt. Alter, das war heiter gerade, ey. Oh. Der Amboss gerade, ey. Ich blende das nochmal in Zeitlupe. Wahrscheinlich, ey. Oh, Junge. Okay, einmal hier hin. Nein. Oh. So langsam platzen mir die Nerven. Deswegen wird das jetzt auch das letzte Jump'n'Run sein. Aber hey, Jump World, hat meine Fresse. Ich muss mich bei Jump Runs mal selber abfangen. Ich kann es wohl irgendwie nicht haben, wenn es auf längere Zeit nicht klappt. Aber ich habe es meistens lieber, wenn es gleich auf Anhieb, aber ist halt nicht. Also, von daher muss man halt, ja, üben. Wie man halt zum Beispiel eine Fremdsprache übt, so oft muss man auch üben. Aber naja. Okay, wieder ein Checkpoint. Wir sollen in dieses Piratenschiff hier einbrechen wieder, oder was? Ja, und jetzt hier wieder raus aus dem Piratenschiff, oder was? So, okay, gut, erstmal den Checkpoint da geholt und jetzt hier wieder hoch einfach.
Hier, so hoch. Hoch jetzt. Hallo, hoch! Meine Fresse. Mein... Alter. Alter, nicht im Ernst! So, jetzt noch einmal hier oben. So, okay. Jetzt, herzlichen Glückwunsch, bitte bewerten PS, vergiss. Ich weiß, ich kann nicht bauen. Wie, why, hä? Also, falls du es jetzt hier siehst, ne, sehr gut eigentlich alles, finde ich. So, deswegen jetzt hier einmal Jump'n'Run verlassen, so. Und, ja, ich würde sagen, das war's für die Runde. Und, ciao.